Und herzlich willkommen wieder bei STRATEGIE COMMAND 1939 Szenario gegen Dudeman. Da marschieren hin und wieder Truppen auf und ab. Aber jetzt scheinen die meisten noch so langsam, denke ich mal, bleiben zu wollen. Und in ein paar Zügen, ja, wird es dann auch innerhalb der Runden deutlich mehr Inhalt geben. Als nach dem anderen. Malta, sehr schön, verändert das wieder. Steht noch ein, er hat einen italienischen Fallschirmjäger, interessant, gut zu wissen. Derweil unsere neue britische Armee. So, denn er hat einen italienischen Fallschirmjäger. Irgendwo hinbringt. Natürlich gut sein, dass er dann hier einfach irgendwo eine Linie umspringt. Na gut, und wo genau sind denn jetzt womöglich feindliche Schiffe? Hier draußen ist vielleicht ein U-Boot. Das spricht auch dafür, endlich mal alle Zerstörer mit der U-Boot der Art 1 auszustatten. Und in der Ägyptenlinie. Ach, warte, hier, das ist ja auch Ägypten. Achso, dann sind beide U-Boote, die womöglich gerade jagen, hier draußen. Und wahrscheinlich keiner im Mittelmeer selbst. Okay. Gut zu wissen. Naja, sonst können wir ja mal eben erst die Schiffe jagen. Weil du, ihr passt hier ein bisschen auf, falls da doch mal irgendjemand kommt. Aber hier sind ja ein paar Zerstörer draußen. Ich meine, die U-Boote werden jetzt eh woanders sein. Aber dass ihr hier mal wieder ein bisschen mehr Präsenz zeigt. Vielleicht erwischt ihr mal eins. Dann sind ja auch noch ein paar Zerstörer in den Häfen. Die sollten jetzt wohl prima erstmal ihre Upgrades kriegen, wie mir das scheint. Und müssten zum Teil eigentlich auch erst geheilt werden noch. Meinetwegen noch den dritten Stern kriegen, das ist ganz nett. Wir haben natürlich noch den kanadischen Zerstörer. Schwung neuer Schiffe, der dann raus kann, um U-Boote zu jagen. Aber gut, bisher, wenn das immer nur ein, zwei sind, halten sich ja auch die Effekte sehr in Grenzen. So, hier unten. Scheint weiter so, als ob die Italiener jetzt und insgesamt die Achse hier nicht so wahnsinnig offensiv unterwegs ist. Wenn wir mal hier wieder ein bisschen vorbeigucken, was so los ist. Eine Luftabwehr. Und ein Jagdflugzeug. Aber weiter zum Beispiel nicht irgendwie das deutsche Hauptquartier oder der Panzer oder sowas. Die stehen entweder noch weiter hinten. Oder was ich langsam auch vermute, machen die sich vielleicht zum Hafen von Tripolis davon? Das will ich jetzt auch mal eben wissen. Also, hier können wir recht bedenkenlos ein bisschen rausfahren. Nee, das ist los. Oder sollte man sagen, noch nichts los? Naja, du fährst erstmal in den Hafen zurück. Oder sind die hinten erstmal als Reserve? Ich weiß es nicht, aber anbei. Der Zerstörer darf auch mal seine Upgrades kriegen. Ich könnte ansonsten hier noch auch mal wieder. Also, der musste noch verstärkt werden. Der Bomber kann ja jetzt plötzlich doch interessant werden. Wenn demnächst Erdkampf fertig ist und du könntest noch deine Upgrades kriegen. Damit ist das Geld erstmal wieder weg. Natürlich, der Panzer muss irgendwann auch noch seine Upgrades kriegen. Lohnt sich aber vielleicht vor allem, wenn auch weiter entwickelter Panzer 2 fertig ist. Ja, und kann man die Schlachtschiffe doch etwas näher bereithalten? So, du kannst ja hier auch mal ein bisschen schauen.
Hier ist nichts. Naja, dass man im Zweifel die Häfen dann doch wieder beschießen kann. Nur so. Für den Fall der Fälle. Und die haben hier wirklich sehr, sehr wenig Offensivdrang. Also irgendwann werden wir dann wahrscheinlich mit den Briten vormarschieren. Aber mindestens Panzer 2 abwarten und am liebsten halt auch noch eigentlich die Infanteriewaffen. Und auch, ja, die Befehlskontrolle. Auf jeden Fall ist das so ein Haufen Truppen, dass hier nicht mal ja, jeder kommandiert werden kann. Könnte auch darüber nachdenken, noch ein Hauptquartier zu kaufen, aber die kosten ganz schön. Na gut, das wäre das alles. Hier drüben ist auch soweit alles in Ordnung. Ja, dann schauen wir mal zu den Sowjets rüber. Ein paar Leute haben ja jetzt schon die Infanteriewaffen. Aber das Hauptquartier braucht natürlich einen Ticken länger. Sondern bei natürlich der Pionier darf hier weiter schaufeln. Überlegen, forschen oder jetzt lieber schon mal alle Einheiten hochziehen, sonst lieber schon mal alle Einheiten. Dann sind die bereit, gerade falls die Achse vielleicht einen Tick früher anfängt hier mit den Angriffen. Wer weiß. Ansonsten, ja. Ihr steht alle halbwegs gut. Du kannst nochmal nach vorne kommen. Und dann schauen wir mal, wie das wird. USA haben nicht wirklich die Punkte, irgendwas zu machen. Dann war das mal wieder eine sehr spannende Runde. Ich weiß, das ist gerade situationsbedingt so, dass nicht immer ganz viel passiert. Aber ja, bald werden die Deutschen hier im Osten angreifen und irgendwann die Briten dann hier mal nach Westen. Und dann wird auf jeden Fall wieder ein bisschen mehr los sein, aber an dieser Stelle beende ich dann den Zug auch erstmal wieder. Ah, der Pionier ist fertig, sehr schön. Dann kann das Akku zurück. Malta, sehr schön, hält hier noch die Häfen klein. Oder zumindest ein paar. Aber die U-Boote sind weiter irgendwo da draußen im Einsatz. Ah, sehr schön, Panzer 2. Und Erdkampfwaffen sind dann auch schon mal auf Stufe 1 immerhin. Ja, das heißt natürlich, man muss im nächsten Zug erstmal wieder viel Geld in die Forschung stecken. USA auch. Hier noch was. Ah, die Sowjets auch den weiterentwickelten Panzer. Sehr schön. Das Flugzeug wurde irgendwie erst später angefangen zu forschen, ist jetzt aber schon wahnsinnig weit dank Fortschritten. Das ist auch eine sehr schöne Entwicklung. Gut, und das. Ah, ja, die sind da irgendwo. Das wäre es dann erstmal wieder. Ja, dann an dieser Stelle erstmal wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut auch bei Dude Man mit rein. Und dann bis zur nächsten Folge. Bis denn.